Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge WoW Shadowlands. Wieder mit eurem guten Gustav. Wir sind ja mit unserem Schurken Richtung Captain Garrett gegangen und sind hier hinten an einer Quest vorbeigekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal ausprobiert mit dem mit dem Schurken hier, um zu gucken, ob wir denn den ja, Elite-Boss da hinten oder den Elite-Bär da hinten getötet kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Sollten wir lassen. Ich habe so schnell es geht versucht, mich wieder aus dem Kampf zu lösen. Bin dabei leider gestorben. Wir machen einfach noch nicht genug Schaden, um das zu können. Wir haben auch viel zu wenig Stun-Fähigkeiten. Eigentlich Stun-Fähigkeiten haben wir so gut wie gar keine. Und in die blutrote Fiole hier stellt oder regeneriert halt nicht genug Gesundheit, um ja, uns gegen diesen Bären halt behaupten zu können. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr nicht gerade Tank seid oder nicht unbedingt gerade ein Fernkämpfer seid, der ein Pet hat, lasst es sein. Ja, lasst es sein. Also, oder ihr habt genug Stun-Fähigkeiten, dann könnte es auch was werden. Aber jetzt so als Schurke hier, so wie ich es bin, es bringt einfach nichts. Lasst die Quest links liegen, alles gut, das ist nicht so schlimm. Es ist zwar schade um die Schultern, aber ich gehe mal davon aus, Dieses dass wir hier noch ein paar Ritual Schultern muss mehr kriegen würden. aufgehalten werden. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt hier weiter, gucken, dass wir uns in unsere ersten Dungeon reinkommen, so langsam. Wir sollen jetzt hier Lasst einmal euren mit Posten niemals außer Acht. Waldmannsheil sprechen mit Meridi, Was beschäftigt denn euch? die verwandelt uns jetzt in einen Diese Ogre. Ogre, wenn ihr ein merkwürdiges Kribbeln spürt, wisst ihr, dass die Illusion funktioniert. In Ordnung. Zack. Benehmt euch einfach wie ein Schwupps, Ogre und sind wir ein geht uns in großer, die dicker Ogre. Zitadelle. Keine großen Worte. Sagt am besten gar nichts. Einfach lächeln und winken. Ja, das werden wir gleich tun. Lächeln und winken und ein bisschen tanzen. Dann lernt ihr nämlich auch schon mal, wie zum Beispiel einige Chats oder einige Befehle in diesen in die Sprachzeile eingegeben werden. Nicht stehen bleiben. Mal sehen, was wir über das Ritual herausfinden können. So, wir sollen jetzt freundlich winken. Das heißt, wir geben einen Slash und dahinter einfach nur winken. Bringt sie nach hinten. So, und jetzt können wir aber auch noch sagen, das ist aber optional. Slash tanzen. Und dann legen wir einen sehr schönen, lustigen Tanz hin. Zack. Das Ritual auf der Zitadelle auszuschließen. Tanzen könnt alle sich uns beugen. Nicht so, und schon. Tanzen sie alle. Etwas mit dem Ogre gebaren. Captain Garrett ist natürlich davon nicht so wirklich begeistert, aber ist okay. Ist auch nur optional, ihr müsst da jetzt nicht vor den tanzen. Aber damit kriegt ihr schon mal mit, wie ihr was in diesem ja, Schreibfeld eingeben müsst, im Befehl, um damit der mit euer Schar zum Beispiel was tut, zum Beispiel jemanden beleidigen oder weiß der Geier, was dann alles gibt. Tanzen, küssen, reden, schreien, könnt ihr alles dort eingeben. So, gehen wir die Quest ab. Und nehmen die drei neuen Quests hier erstmal an. Oh, wir bekommen hier auf alle Fälle Hände neue. Sehr schön. Und wir sollen vier Katapulte in die Luft jagen. Okay, sehr gut. Heißt, wir begeben uns jetzt wieder hier in die Richtung. Denn jetzt müssen wir hier ein klein bisschen was tun. Wir werden uns noch hier hinten eine kleine Kiste holen. Das werden wir definitiv tun. Jetzt werden wir aber erstmal hier 8 Ogre töten und uns diese drei Sachen hier beholen. Einmal den Jungus-Wert oder die Wärterstein von Jungus, den von Wuchs und von Grunks. Wie gesagt, erstmal die 8 Wärter töten und wir werden dann noch nebenbei die Katapulte machen und uns halt, wie gesagt, hier hinten die eine Kiste holen. So. Den haben wir erstmal unterbrochen. Zack. So, dann geht's hier weiter. Jetzt gehen wir gleich mal zu Wuck. Wuck ist hier drin. Zack. Und dann hat er sich einen Wuteffekt drauf gemacht. Als Druide kann man den runternehmen, glaube ich. Als Schurken leider nicht. So, dann haben wir uns schon mal den ersten Wertanstein geholt.
Dann geht's hier weiter. Dann hier steht der nächste Ogre. Oder schläft der nächste Ogre. Den werden wir jetzt dann. Zack. So. Dann werden wir uns jetzt erstmal gleich fix die Kiste hier vorne holen. Die steht nämlich da vorne. Oder den sogenannten Ogerschatz, so wie ihr das hier lesen könnt. Eigentlich liegt hier auch noch Ogre, aber der andere war schon vor uns da. Okay, dann nehmen wir aber wenigstens die Kiste mit. Mal gucken mal nach, was wir alles bekommen haben. Irgendein Müll wieder. Dann ist es so, okay, kann man nicht ändern. Es ist nicht immer was drin. So, dann haben wir hier das erste Katapult. Dann machen wir hier den Ogre weg. So. Einmal unterbrechen. Oh. Damit er nicht durchcasten kann. So, sehr gut. Dann schnappen wir uns den Ogre hier vorne. Gestunt. Er ist gar nicht dazu gekommen, um zu casten. So, zack. Und jetzt gehen wir hier rein und holen uns den nächsten Hutstein. Beziehungsweise Wert, Entschuldigung, nicht Hutstein, sondern Wärterstein. Sind da Wärtersteine, keine Hutsteine. Mach so, zack. Wir behalten Opfer. Ihr nicht aufhalten. Einmal unterbrechen, damit er den Kasten nicht durchziehen kann. Da gehen wir raus. Weil wir können noch nicht unterbrechen. Wir haben noch Abschiebzeit 3 Sekunden. So, damit haben wir den Wetterstein. So, dann schnappen wir uns den Oberschläger hier noch schnell. Zack. Gut. Und dann geht's hier rum weiter. Denn wir brauchen noch 2 Katapulte und wir brauchen noch 3 Ogre, die wir töten sollen. Der nächste Katapult steht nämlich gleich hier vorne. Wie jetzt wir uns jetzt hier schnappen werden. Zack. So. Dann schnappen wir uns den Ogre, der ist ja schon gestorben. Macht nichts, kann passieren. So. Ich bekomme viel Macht vom Ritual. Dann haut er raus. Okay, da kann man nicht ausweichen. Öfter mal ein bisschen probieren, ob man irgendwas ausweichen kann oder nicht. So. Arbeit abgeschlossen. Und so. Huch, was habe ich denn da bekommen? Schauen wir mal nach, was wir hier bekommen haben. Oh, ein Hals. Ein Hals haben wir auch noch nicht. Wir haben auch anlegen. Crit und Tempo. Sehr nice. Zack. So, dann werden wir uns hier reinbegeben. Denn hier bekommen wir jetzt unseren dritten Wärterstein. Ja. Jetzt gibt's Haue. Ja, wenn du das sagst. Oh, Kombo-Punkt immer abbauen. Ja. Damit haben wir dann unseren dritten Wärterstein. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch 2 Ogre finden. Ich denke mal, die werden wir hier oben bestimmt finden. Oder auch nicht. Okay, dann müssen wir wohl doch nach unten. So ein Mist. Das ist jetzt natürlich richtig dumm gelaufen. Da liegt aber einer. Den schnappen wir uns. So, und dann gucken wir mal, ob hier unten irgendwo noch einer ist. Ein Ogre. Das sind nur Evas.
Zur Not müssen wir halt einfach mal die Treppe hier runter gehen, denn hier unten stehen eigentlich... Ach, guck mal, da vorne steht doch... stand einer. Aber wenn wir Glück haben, ist eventuell der andere da. Aber auch nur, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, natürlich nicht. Ach doch, er steht wieder. Oder er liegt wieder. Ah, gleich zwei. So, und den hauen wir weg. Nimm einmal die Fiole. So, und damit haben wir die Quest auch erledigt. So, jetzt geht's zurück zum Runen deaktivieren. Und wenn wir das erledigt haben, können wir uns eigentlich schon vorbereiten auf unseren ersten Dungeon. Den können wir allein betreten. Da brauchen wir die Leute nicht für. Oder da brauchen wir auch keine Gruppe für. Da wird uns eine Gruppe gestellt. Was beschäftigt euch? Zack, zack. Einmal so, hier holen wir uns die Hände. So, die ziehen wir auch sofort an. Und dann machen wir hier die Runensteine weg. Eins. Zwei. Und drei. Und damit ist auch diese Quest erledigt. Danke für meine Rettung. Aber wir müssen Gorgroth aufhalten. Viel Glück. So. Und dann gibt es hier noch einen Kopf. Einen Kopf haben wir nämlich auch noch nicht. Wie ihr seht, brauchen wir auch noch. Der Kopf hat hier Beweglichkeit, Ausdauer und angeblich auch Intelligenz oder Int drauf, aber Int brauchen wir ja nicht. Schließt den Dungeon Finsterbrecher Zitadelle ab. Und zwar werden wir jetzt erklärt bekommen, wie wir das machen sollen. Und zwar habt ihr unten einen Dungeon Browser, da klickt ihr drauf. Und da gibt es da den Dungeon Browser, zack, geht da rein, hackt es an. Gruppe finden, fertig ist. Mehr ist es nicht. Mehr müsst ihr nicht tun. Und dann kommt wieder auch sofort rein. Wir sind DD. Das heißt, unsere Schadensspezialisierung ist als DD festgelegt worden. Wir sind kein Tank oder sonstiges. So. Los geht's. Ich lenke die Oga ab. Der Rest konzentriert sich darauf, sie zu erledigen. Ah, Glück ab. Dass wir diese Rätsel so unterbrechen konnten. So, und... Wir haben auch den weg. Raum fast gesäubert. Weiter so. So. Hier ist alles voller nekrotischer Energie. Sie müssen den Drachen fast geweckt haben. So, dann geht's weiter. Sehr schön. Also wie ihr seht, immer schön unterbrechen, was ihr unterbrechen könnt. Manchmal ist es so ein klein bisschen tricky, wenn dann alle auch noch unterbrechen wollen. Dann, wenn ihr in einer Gruppe seid, wirklich sprecht euch da ab.
So, dann nehmen wir das Ding hier vor. So. Und dann haben wir hier auch schon unseren ersten Boss. Das ist einer von Gorgroths obersten Leutnants. Können wir ihn wirklich schlagen? Wir sind zu weit gekommen, jetzt aufzugeben. Rekrut, ihr leitet den Angriff. Ich stürme euch nach. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt anfangen. Wir als Schurke oder ich als Schurke stellen mich einfach hinter ihm und gucken, ob ich ihn stunnen kann. Natürlich nicht. Ich sorge dafür, dass er sich auf mich konzentriert. Henry, du heilst uns. Ja, dann heilen wir ein bisschen schneller, du kleiner Heiler. Denn sonst bin ich ja gleich wieder tot hier. Wupp, 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 wupp. Nee. Nee, nicht. Das können wir jetzt nicht ausweichen. Aber das hat auch schon mal sehr gut geklappt. Oh, wir haben einen neuen Dolch bekommen. Auch den werden wir sofort anziehen, denn diesen Dolch können wir ersetzen oder ersetzen mit dem hier. Keine Zeit zu verlieren. Das heißt, wir haben jetzt einmal den und einmal den. Und den anderen haben wir ausgetauscht. So, sehr gut. So, wir könnten uns da natürlich dran vorbeischleichen. Bleib doch stehen, Mensch. Also wirklich. So. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Boss hier in der Zitadelle. Oder vorletzten Boss. Armselige Firmer, ihr haltet das Ritual nicht auf. Nicht nach allem, was wir getan haben. Rafnir wird euch alle vernichten. Und jetzt alle für die Allianz. Jo, einmal brechen. Und dann gehen wir raus. Jo. Schließt das Ritual ab. Nichts passiert. Ich glaube, wir haben es aufgehalten. Dummer Ogre! Ihr habt mir viel zu wenig Macht verliehen. Nicht aufgeben. Wir können gewinnen. So, ganz wichtig bei einem Kampf gegen einen Drachen. Steht niemals vor dem Drachen und auch nicht dahinter beim Schwanz, denn das kann sein, damit der mit dem Schwanz ausholt. Also immer grundsätzlich euch so hinstellen, am besten seitlich, damit ihr weder vom Kopf noch vom Schwanz getroffen werdet. So besiegt man hier dann nämlich einen Drachen.
Sehr schön. Aufdauen. Und wir haben einen Rücken bekommen. Den werden wir natürlich auch sofort anziehen. Zack. Wir haben es geschafft. Die Oger und ihr Drache sind besiegt. Und der Sturm hat sich verzogen. Rekrut, sprecht mit mir, wenn ihr zum Verlassen der Zitadelle bereit seid. Wir müssen einen Weg nach Sturmwind finden. Dort! Verstärkung von der Allianz! Da seid ihr ja! Wir haben versucht, euch durch den Sturm zu erreichen! Ogre und Nekromantie. So, da haben wir unseren Kopf. Eine gefährliche Kombination. Und jetzt können wir noch eine neue Brust bekommen. Bleibt aufmerksam gezeichnet. Wir werden jetzt aber erstmal uns den Kopf aufsetzen. So, zack. Sieht vielleicht nicht schön aus, aber naja. So, und jetzt sollen wir uns einen Greifen schnappen und dann... was ich allerdings erstmal machen möchte, ist... dass wir uns schauen oder mal anschauen, was wir als Spezialisierung nehmen möchten. Obwohl, nein, werden wir noch nicht tun. Ich werde da jetzt nicht vorgreifen. Wir schwingen uns hier jetzt erstmal auf den... Zack! Greifen. Der Rest der Oger macht sich aus dem Staub. Sie hatten nie eine echte Chance. Mit der Zeit wird sich die Insel von den dunklen Ritualen erholen. Schaut am Horizont. Eins unserer Luftschiffe nähert sich. Ein echtes Symbol der Stärke der Allianz. Kommt, Rekruten. Gehen wir nach Hause. Denn wir sind jetzt hier nämlich auf der Insel der Verbannten komplett einmal fertig. Unsere Reise führt uns dann weiter nach Sturmwind jetzt erstmal. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Und schwupp, sind wir in Sturmwind angekommen. Die Hauptstadt der edlen Allianz. Obwohl die Völker der Allianz aus verschiedensten Ländern stammen, treffen sich alle in Sturmwind für Handel und Diplomatie. Ihr alter Feind, die wilde Horde, ist eine fortwährende Bedrohung. Doch die Soldaten von Sturmwind stellen sich jeder Herausforderung. Sturmwind, eins der mächtigsten Menschenkönigreiche, ist berühmt für seine tapferen Ritter und legendären Helden. Azeroth steht zahllosen Gefahren gegenüber. Es bedarf kühner Helden, um sie zu verteidigen. Für die Allianz! Für die Allianz! So, damit sind wir in Sturmwind angekommen. Schön, euch zu sehen, Rekord. Unsere Hauptstadt. Wir nehmen jetzt hier aber uns erstmal unsere Brust entgegen. Ich wünsche euch noch viel Glück. So, die werden wir auch sofort anziehen. Denn wie gesagt, die ist besser als das, was wir jetzt anhaben. Zack. Da sieht es momentan bei uns so aus. Die Schultern hätte ich mir gerne noch geholt, aber es hat leider nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Ging leider nicht. Okay, ist jetzt ein bisschen Pech. Macht aber nichts. Ich könnte das jetzt überspringen und sagen, ich kenne mich in Sturmwind aus, bla bla bla. Ich hatte aber gesagt, dieses Let's Play soll ja auch für Leute sein, die zum Beispiel ja wirklich gerade erst angefangen haben. Und deswegen nehme wie ich die Quest hier oben, Willkommen in Sturmwind. So, trefft euch mit Lindle, Sprungfeder am Stadttor. Werden wir auch tun, denn wir dackeln jetzt zu der kleinen und zu dem kleinen Gnom. Sobald unsere nächste Mission startet. Werden wir jetzt erstmal hindackeln. Denn bevor wir unsere Spezialisierung wählen, oder weil ich das ja vorhin oder auf der Insel der Verbannten vorgreifen wollte,
Habe ich so bei mir gedacht, nein, denn wir bekommen hier nämlich eine Quest noch, die uns zu jemandem hinführt, der uns erklärt, was das eigentlich zu bedeuten hat mit den ganzen Spezialisierungssachen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. So, wir geben hier aber erstmal die Quest ab und nehmen die nächste Quest an. Wir sollen jetzt hier einmal mit einer Stadtwache reden, denn wir sollen ihn fragen, wo der Stallmeister ist, und zwar in der Altstadt. Wisst ihr jetzt den Weg? Ziehe den Ehrenfreund. So. Wie ihr hier auf der Minimap seht, hat man uns einen goldenen Pfeil auf die Minimap gesetzt. Dort in die Richtung ist der Stallmeister, den wir suchen. Und wenn ihr eure große Karte aufmacht, seht ihr das, also macht die mit M auf, die sitzt auf M, fährt auf M. Einfach drauf drücken, dann geht die Karte auf, wobei manchen könnte die eventuell so aussehen, sollte das der Fall sein, einfach hier auf diesen kleinen Pfeil drücken, dann wird es zu groß. Und dann ist euch hier markiert, wo ihr hin müsst. Da ist der Stallmeister von Sturmwind in der Altstadt. Ja, ihr solltet, wenn ihr die Quest richtig gelesen habt, zum Stallmeister in der Altstadt hier in Sturmwind. Jetzt quatschen wir mal ganz schnell mit dem hier. Die Wissenschaft ist unschlagbar. Hey, was? Wieso? Ah ja, quatsch mal. Komm, hopp, hopp. Hey, auf geht's. Tut gut, wieder ein Sturmwind zu sein. Nun los. Altstadt, wir kommen. Das ist eine ganz schöne Strecke, also geht mir nicht verloren. Momentan haben wir auch in Sturmwind, wenn ihr das richtig seht, eine Festlichkeit, nennt sich Winteraufest. Das könnt ihr übrigens dann immer in den Kalender nachgucken, was momentan für eine, ja, für eine Festlichkeit ist. Bei mir wäre der Kalender hier. So, und dann habt ihr hier den Kalender und hier stehen wirklich alle möglichen Sachen drin. Von Bonusereignissen bis hin zu Dunkelmond, Jahrmarkt und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier allerdings nicht auf alles einzeln eingehen, weil das viel zu lange dauern würde. Guckt euch den Kalender an, macht euch damit vertraut, da steht wirklich alles drin, was an Festlichkeiten, Feierlichkeiten, besondere Sachen, was da alles drin steht. Solltet ihr in einer Gilde sein, würde ich euch generell raten, ja, guckt öfter mal in euren Kalender rein. Denn Gilden tun sehr oft, wenn es in Sachen oder um Sachen Raid geht, Raid-Termine in den Kalender setzen, um euch da Bescheid zu geben, dass dann und dann ein Raid ist. So. Wir gehen hier jetzt einmal hin zum Stallmeister. Klack. Und machen wir so, wie wir sichtbar. Stallmeister ist vorne um die Ecke, denn wir können jetzt was lernen. Und zwar das Reiten können wir jetzt lernen. Dazu sollen wir hier mit dieser komischen Darlene Stocks reden. Die sitzt hier auf ihren Ackergaul. Klicken da einmal rauf. Ja, ich möchte gerne reiten lernen. Arbeit abgeschlossen. Zack, damit können wir auch schon einmal reiten. Ich habe jetzt allerdings schon ein paar Reittiere. Ihr bekommt hier jetzt eins. Und zwar bekommt ihr hier das Zaumzeug des Rappen. Ich kenne den schon, ich werde den trotzdem beenden, die Quest, und werde dann aber dieses Tier einfach rausschmeißen und löschen. Ihr könnt es zaubern. Wie gesagt, ich brauche es nicht, ich habe es schon. Ich hab ja schon etliche Reittiere bei mir drin. Unschlagbar. So. Hier möchte er jetzt natürlich wissen, was unsere Spezialisierung ist. Um mehr über die Spezialisierung rauszufinden, sollen wir halt mit Veruca Dunkelstrom reden. Und Veruca, um eure Fähigkeiten zu spezialisieren. Aber bevor wir das machen, werde ich mir hier erstmal ein Reittier in die Leiste ziehen. Ich werde definitiv nehmen einmal mein Mammut des Tundra-Reisenden. Ich glaube, so heißt das Ding auch. Irgendwo war der hier mit zwischen. Ich glaube, der war weiter unten. Das ist das.
Tundra-Mammut des Reisenden. Da haben wir schon. Das werde ich nehmen, denn ich habe dort nämlich einmal einen Verkäufer drauf und einmal, wo ich reparieren kann. Und ich werde nehmen... Was haben wir denn hier? Wir haben einen Menschen, ne? Ja. Nehmen wir das schwarze Schlachtross. Ja, wir nehmen mal das schwarze Schlachtross noch als normales Reittier. So, zack. So. Zack, und wir sollen ja jetzt hier hin zu dieser komischen zu dieser Dunkelstrom, oder wie sie heißt. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Vielleicht oben. Oder unten. Es kann auch sein, dass er unten sitzt. Dann gucken wir mal nach unten. Zack. Ja, hier steht sie schon. Hier hat nämlich jeder seinen eigenen Lehrer. Und manchmal brauchen wir halt ein bisschen suchen. So, und die Gute erzählt uns jetzt wirklich mehr über die einzelnen Spezialisierungen. Zum Beispiel, dass es drei Stück gibt. Am besten lest euch das selber durch, entscheidet euch für eine Spezialisierung, die ihr gerne machen möchtet. Ich werde den Meuchelschurken nehmen. Die Spezialisierung, also gleich die erste, die wir hier eh schon haben. Dann brauche ich mich nicht, ja, ich sag jetzt mal umgewöhnen oder umändern oder weiß der Geier was nicht alles. Werde das Ganze einmal aktivieren. Also wenn ihr euch dazu entschieden habt, klickt einmal auf das, was ihr euch entschieden habt. Und dann auch aktivieren. So. Und dann könnt ihr auch schon die Quest abgeben. Seid vorsichtig. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch alles... Da nichts. Hier noch was bei. Zerhäckseln. Da müsste ich vielleicht erstmal schauen, was Zerhäckseln generell macht. Ich werde es mir aber definitiv hier in den Geiste ziehen. Und zwar werde ich es mir erstmal auf E setzen. Und dann haben wir hier noch etwas für den Meuchelschurken. Und zwar Meisterschaft, Fähigkeit, Assassin. Das ist ein passiver Effekt, heißt, das brauchen wir uns nicht in die Leiste ziehen. Dieser passive Effekt ist, ja... Das macht dann oder erhöht automatisch den Schaden um 13,6%. So. Tut gut, wieder ein Sturmwind zu sein. Also, sprecht mit Tillmann um die Taverne zum pfeifenden Schwein als euer Heimatort festzulegen. Die Quest werden wir jetzt noch erledigen. Zum pfeifenden Schwein. Die erste Runde geht auf mich. Also ab zum pfeifenden Schwein. Ich sehe gerade, ich muss unbedingt noch. Zack. So, dann werden wir mal auf den Ackergold auf. Und dann werden wir noch fix zum pfeifenden Schweinen. Woran erkennt ihr, dass ihr richtig seid? Ganz einfach. Es hängen hier überall, vor allen Dingen für die Gasthäuser und für die Läden, hängen überall so eine Tafel aus. Da könnt ihr den Cursor draufhalten. Hier steht zum Beispiel Ehrliche Klingen. Das ist ein Waffenladen. Und dann hier vorne ist ein Krug dran, das ist zum Beispiel ein Gasthaus. Und das Ding hat er gesagt, zum pfeifenden Schwein. Also rein hier. Zack. Also ihr könnt euch eigentlich gar nicht wirklich hier in Sturm und verlaufen. Es sind mehrere Distrikte eingeteilt. Einmal das Magierviertel, Handelsdistrikt, Altstadt, dann Zwergendistrikt und Kathedralplatz. Magierviertel, dort gibt es die ganzen Portale im Turm, dann der Handelsdistrikt mit Bank und Auktionshaus, dann halt die Altstadt für das ganze Stallmeistergedöns und so weiter und halt der Zwergendistrikt. Hier hinten gibt es auch noch einmal eine Untergrundbahn, die euch direkt in das Gebiet der Zwerge bringt und zwar in die ihre Hauptstadt, das Ding nennt sich Eisenschmiede. Solltet ihr allerdings, wie gesagt, selber ausprobieren, damit ihr da so ein bisschen euch in der Stadt zurechtfindet, klappert die Stadt einfach ab. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen und mehr will ich euch dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, klappert am besten die ganze Stadt einmal ab, guckt, wo was ist, damit ihr euch hier ein kleines bisschen auskennt. Denn ihr werdet öfter mal nach Sturmwind noch kommen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ob ihr jetzt ins Auxurushaus wollt oder ob ihr zur... weiß ich nicht, mal fix nach Eisenschmiede wollt oder zum Nachquesten, ihr kommt öfter noch nach Sturmwind. Das kann ich euch definitiv schon mal sagen. Also, packt die Karte aus, die große, guckt, wo ihr als nächstes hingeht, entdeckt das hier ein bisschen, rennt hier ein bisschen den Sturmwind rund, damit ihr Sturmwind wirklich kennenlernt.
und so weiter und so fort. Es gibt, wie gesagt, in WoW mehrere Hauptstädte. Sturmwind ist die Hauptstadt oder die Hauptstadt der Menschen. Wie gesagt, dort werdet ihr als Mensch definitiv öfter hingehen. Solltet ihr eine andere Rasse gewählt haben, wie zum Beispiel ein Zwerg, ist da eure Hauptstadt halt, wie gesagt, Eisenschmiede. Auch da kann ich euch wirklich nur empfehlen, ja, lernt die Hauptstädte wirklich kennen, die zu euch gehört. Und wie gesagt, bei den Menschen ist es Sturmwind, bei den Zwergen ist es Eisenschmiede. Bei den Drenais ist es Exodar, ich glaube bei den Nachtelfen ist es Darnassus, bei den Pandaren ist es, oh Gott, was war bei den Pandaren die Hauptstadt? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, Leute. Kann ich euch gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe auch eigentlich gar keinen Pandaren, deswegen weiß ich gar nicht, was da die Hauptstadt war. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich gerade nicht sagen. Ich fällt mir jetzt gerade auf den Stehengreifen erst. Aber ist egal, aber auch die haben ihre Hauptstadt. Genauso wie Kul Tirana, da ist die Hauptstadt Buralus und so weiter und so fort. Also jede Rasse hat da irgendwo seine eigene Hauptstadt, auch auf Vorderseite. Gut, okay. Und bevor ich mich hier jetzt festquatsche, werde ich den Part definitiv beenden. Wir werden hier bei Megan Tillman weitermachen nachher. Oder im nächsten Part. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann halt nicht. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Gurken Gustav. Bye, bye.